Hallo ihr lieben Magiere, wir sind hier beim Magier Cum Laude aus dem Hause Spieltrieb von Konrad Hamel. Mein Name ist Nils und wir, wie versprochen, fangen an hier heute. Ich habe diese hier schon mal aufgedeckt, jetzt heute decke ich auch mal die Karten der anderen Mitspieler auf. Jetzt blendet wieder das Licht etwas, so nicht mehr ganz so, glaube ich. Ja, das ist hier ja mal so. Einerseits wollt ihr ja sehen, was auf dem Spielfeld passiert. Oh, drei Gelbe, das ist interessant. Andererseits natürlich auch nicht zu viel. Jetzt habe ich gestern noch vergessen zu erwähnen, wie man den Magier hier bewegen kann. Den Lehrmeister, ganz einfach. Wenn man drei gleiche abgibt, das kann man hier ganz gut darstellen, zum Beispiel drei Gelbe, da kann er sich automatisch zum Gelben teleportieren. Gibt man drei x-beliebige ab, kann der so weit in eine Richtung gehen, wie er will, zum Beispiel bis zur Wand. Diese Portale, darauf kann man auch gehen, die sind aber im Grunde, wenn man darauf geht, kann man sich zu jedem anderen Portal oder zu der Mitte teleportieren. Das ist kein extra Schritt, geht man darauf, kann man woanders rauskommen, man bleibt da allerdings stehen, zum Beispiel in der Mitte. Ja, mit diesen restlichen Regeln sozusagen gehen wir direkt rein und gucken mal, was dieser Spieler hier macht. Ja, und das erste, was er sich anguckt, ist natürlich blau und braun sind diejenigen, die was kriegen sollen. Also, warum nicht zum Beispiel den blauen bewegen hier? Wenn der gehen soll, dann kann er ja im Grunde nur auf dieses Feld rausgehen. Das heißt, ich müsste eine rote oder eine schwarze abgeben. Das mache ich mal. Hier, ich gebe eine rote ab, zack, und bewege mich einen Schritt. Damit kommt der blaue hier hin. Ein Schritt reicht ja. Warum sollte ich mehr nehmen am Anfang? Ja, er braucht nun den grünen oder den roten. Die stehen beide noch hinten. Ja, und ich habe eine rote Karte. Der rote bräuchte aber eine grüne oder gelbe. Kann also nicht. Der bräuchte eine braune oder eine rote. Ja, dann nehme ich doch mal hier braun gerne. Nehme die braune Karte und spiele die. Und dann bewegt der sich in Richtung braun. Da hinten ist ja braun und geht darauf. Ihr seht, er landet hier auf einem, kriegt einen roten Diamanten. Ja, er hingegen kann grün oder blau gebrauchen. Grün ist ja schon da. Er kündigt also an, grün zu bewegen. Nimmt damit zwei Karten, weil grün auf einem weißen ist. Bekommt den erst einmal. So, und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was möchte ich an grün? Wenn ich ihn in Richtung gelb, kann ich ihn nicht bewegen. Da ist er schon dran. Das heißt, die ganzen grünen Karten sind sinnlos. Die blaue könnte ich nehmen, dann geht er dahin. Und das ist ziemlich cool, weil damit darf ich nämlich auch jetzt noch eine extra Aktion machen, weil da der Hut drauf ist. Ich lege den also hin, der begeht dahin, damit kriegt er den. Und der extra Hut heißt, ich darf den Magier auch noch einbewegen. Ja, und der geht auch schon mal in die richtige Richtung und nimmt sich einen blauen Stein. Denn blau kann ich auch gebrauchen. Bei ihm ist es so, blau oder braun. Ja, blau ist natürlich schon in Richtung des Lehrlingsmeisters. Blau braucht jede Menge blaue Diamanten. Das sieht man da. Jetzt komme ich mit den Farben ganz durcheinander. Blaue Diamanten gibt es hier. Habe ich zum Beispiel gelb? Habe ich. Und ich dürfte einen Doppelzug machen. Ich kündige also an, blau zu nehmen. Ja, und ich ziehe bei dem, der am meisten hat. Ich ziehe einfach irgendwo eine raus. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich schummel. Habe ich, kann ich auch, aber ist auch, spielt auch keine Rolle. Das heißt, jetzt nehme ich den Doppelzug. Achtung, mit dem blauen gehe ich jetzt hier in Richtung gelb. Ich wollte ja unbedingt einen blauen Diamanten haben. So, und ich habe einen Doppelzug. Beim zweiten Mal darf ich nicht wieder Karten aufnehmen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nochmal blau nehmen würde, darf ich keine Karten aufnehmen. Blau ist im Moment nicht umringt von Diamanten der Farbe blau. Das heißt, da oben gibt es blau. Ich könnte jetzt in Richtung weiß gehen und zum Beispiel den weiß nehmen. Dazu müsste ich jetzt eine braune Karte abgeben. Die habe ich nicht. Ich kann aber genauso gut den braunen rausbewegen, wenn ich hier in Richtung schwarz gehe. Und das mache ich mal. Ich bewege mal den braunen raus, nehme mal eine schwarze Karte hier, die ich abwerfe und habe somit meine zwei gemacht. Die müssen immer schön aufeinander liegen, weil man natürlich auch die Karten ja von da aus wegnimmt. Dazu aber später mehr. Ja, bei ihm ist es so, blau ist ganz gut. Wenn braun sich jetzt bewegt, ach, das ist ja ganz witzig, der hat braun und blau und der auch. Das ist natürlich ganz besonders witzig hier. Ja, das heißt, wenn die beiden sich bewegen, bin ich ja ganz gut dran. Beide sind auf einem weißen Feld. Das heißt, in jedem Fall werde ich ziehen. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wen möchte ich bewegen.
Vielleicht den braunen hier, schwarz oder gelb, schwarz habe ich. Ich sage also, ich bewege braun. Ich ziehe also zwei Karten. Grüne, ja wunderbar. Grün, damit würde ich in diese Richtung gehen, ist natürlich toll. Da kann ich gleich diese Karte nutzen. Die ist nämlich gut hier. Zack, die möchte ich nutzen und bewege ihn in diese Richtung. Damit ist der braune gegangen, hat einen weißen Kristall eingesammelt. Ist für mich ganz gut, hat er schon zwei. Ja, und ich habe ja den Hut genommen, darf den noch mal einmal bewegen und der geht hier auch wirklich weiter in der Hoffnung, dass ich dann auch mal die Prüfung abnehmen kann. Ja, er möchte jetzt hier den grünen und roten etwas weiterbringen. Der rote ist noch im Haus. Ich habe so das Gefühl, den roten unterstützt keiner. Vielleicht unterstütze ich den roten. Ich müsste eine grüne oder gelbe Karte nehmen, die ich beide nicht habe. Das ist blöd, aber ich habe eine rote Karte und ich erkläre, ich möchte den roten nehmen. Damit darf ich nicht ziehen, weil der noch im Haus ist und ich ziehe den mal hier raus, weil sonst den ja scheinbar kein anderer bewegt. Ja, bei ihm sieht das ganz anders aus. Bei ihm sind alle seine braun, grün und blau schon im Start. Übrigens ganz spannend, den schwarzen und den gelben muss keiner haben. Das heißt, die werden wohl wahrscheinlich auch etwas zurückbleiben. Ja, und beim Blauen, da wissen wir ja schon, der möchte jetzt tendenziell mehr blaue Kristalle. Die gibt es nicht. Vielleicht hier in Richtung Rosa, aber dann komme ich schon dem Lehrling gefährlich nah. Das kann ich natürlich verhindern, indem ich den nutze. Ja, ist es auch schwierig. Oder ich klaue jemanden gleich einen Diamanten. Ich habe da ja einiges, was ich machen kann. Das muss man so sagen. Und ich habe mich für was anderes entschieden. Ich möchte schon den blauen bewegen. Der blaue ist da, ich ziehe also zwei nach. Okay, gut. Und nehme dann den blauen. Ja, schade. Hat doch nicht geklappt, was ich wollte. Also nehme ich den hier. So. Den hier. Als erstes werde ich jetzt zwei vertauschen hier, nämlich den blauen und den braunen hier, zack, und dann bewegt der sich in Richtung schwarz, das war ja schwarz. Schwarz geht nicht dahin und dahin, da habe ich die falsche genommen, das heißt, ich habe den falschen vertauscht, schade. Eigentlich hatte ich mir das so schön überlegt, aber dann tausche ich den mit dem, zack, und dann gehe ich hierhin in Richtung schwarz. Das ist ja in Richtung schwarz. Super. So, also, der blaue. Einen weißen Kristall kann er nicht nehmen. Das heißt, ich kriege hier einen weißen Kristall und will mich damit zufrieden geben. Wie sieht es bei ihm aus? Ja, wir wissen, blau braucht noch ein bisschen was. Braun haben hier schon zwei Kristalle. Ich selber habe noch nichts. Einen weißen Kristall kann ich kriegen, da nicht, wenn ich den nutze. Einen blauen und einen roten kann ich noch nicht kriegen. Also vervollständige ich vielleicht weiterhin meine Kollektion. Ja, und am besten ist natürlich, der Braune sucht sich nochmal einen roten. Das heißt, wenn der Braune jetzt hier lang geht, brauche ich eine rote Karte. Habe ich nicht. Der Blaue bräuchte ebenfalls noch einen roten und einen blauen. Das heißt, wenn der dahin geht, ist super. Ich werde also gelb nehmen. Dazu nehme ich die zwei obersten hier weg. Zack. Und nehme dann eine gelbe und werfe die da rein. Immer schön den Stapel. Und wenn ich gelb habe für blau, dann laufe ich. Und damit hat der Blaue den gekriegt. Nochmal, der Spaß ist ja, dass die ganz zufällig hier blau und braun, die beiden die gleichen haben. Das wissen die natürlich nicht, das ist ja geheim. Aber deswegen spielen die sich in die Karten. Ich habe die grünen. Ich habe schon gesagt, wenn man drei von einer Farbe hat, kann man den Chef dahin teleportieren. Darum will ich das an dieser Stelle noch nicht machen. Ich will diese einfach mehr ausgeben. So, und ich nutze jetzt diese Karte hier, die grüne, zum Spielen. Werde also den braunen bewegen, weil der kann einen blauen kriegen. Ja, das weiß ich, das klang jetzt sehr theoretisch, ist aber auch egal. Ich darf eine Karte klauen. Ich nehme hier bei dem einfach eine weg. Ich hatte mich ja schon dazu entschieden, der kann jetzt entweder in diese Richtung gehen oder in diese Richtung. Und ich möchte ja unbedingt eine grüne Karte wegwerfen. Das ist ja eine Karte, die ich nicht haben will. Das heißt, ich gehe hier hin und die kriege ich dann auch. Ihr seht schon, das werden immer mehr. Hier kann ich jetzt einen Doppelzug machen, wenn ich in Richtung schwarz gehe. Ich brauche grün oder rot. Ich könnte also hier zum Beispiel den grünen gefährlich nah ranbringen. Der grüne braucht diese nicht mehr. Das ist natürlich schon mal ärgerlich. Der rote kann aber in diese Richtung den schwarzen bewegen. Ja, und das sollte ich doch machen. Das heißt, ich will den roten bewegen, darf wieder einen klauen. Zieh mal von ihm, sage ich hier. Wenn ich jetzt hier welche wahllos wegnehme, dann ist das natürlich in der Regel geheim.
So, das war das, warum ich klauen darf, weil er auf so einem Untergrund ist. Und dann nehme ich den Doppelzug einmal dahin hier, klaue mir für den roten einen weißen Edelstein. Und wenn ich jetzt weitergehe mit dem roten, dann kriege ich einen weiteren weißen Edelstein. Und der geht dann natürlich direkt hier in meine Tasche, denn der hat ja kein Feld mehr frei. Wie sieht es bei ihm aus? Ja, ebenfalls grün und blau. Und jetzt langsam können die Leute natürlich anfangen, drüber nachzudenken, wen bewegen die Leute eigentlich und so weiter und so fort. Das ist natürlich das taktische Spiel hier an der Stelle. Ah, das ist auch klar, dass das Spiel losgeht und auch startet. Aber da sollte man immer aufpassen, dass man da an der richtigen Stelle ist. So, ich könnte zum Beispiel einen braunen. Ja, ich glaube, das mache ich. Also, ich entscheide mich dafür, hier diese Doppelaktionszug-Sache möchte ich mal. Ich entscheide mich dafür, grün zu nehmen. Das heißt, ich ziehe mir zwei hiervon und ich möchte den Doppelzug machen. Das heißt, ich nehme als allererstes einen braun, damit ich den Doppelzug machen kann. Der geht in Richtung braun, das ist der grüne. Da kann er hier auch ein Kristall hinlegen. Und als nächstes, es muss ja nicht der gleiche sein. Ich habe drei gelbe, die ich nicht will, aber dieses hier gefällt mir durchaus auch ganz gut. Hier nochmal in Richtung Gelb könnte ich gehen, zum Beispiel mit dem Grünen und dann noch einen nehmen. Oder aber ich kann auch mit dem Hut gehen und das gefällt mir noch besser. Also ich be bewege den hier hin. Der Grüne, man sieht, da passt keiner mehr hin, kein Roter. Den nehme ich also an mich und ich brauche jetzt noch einen weißen und einen blauen. Ja, und einen blauen bekomme ich hier zum Beispiel. Zack. Ja, damit seht ihr, kriege ich hier schon einige Edelsteine zusammen. Ich denke, ein bisschen können wir noch spielen hier, bevor wir dann einpacken und morgen weiterspielen. Wir kennen das schon, blau und braun sind die. Blau möchte unbedingt hier weitergehen. Da ist ja auch einiges zu holen. Also wenn ich zum Beispiel eine rote Karte oder eine schwarze habe und wir sehen, wir haben hier schon welche. Ich möchte also blau bewegen. Ich habe das Gefühl, dass der hier stärker ist. Ich nehme ihm eine weg. Oh, habe sogar eine gute gekriegt. Zufällig, ja, das ist für den untergrauen Grund. Und dann bewege ich natürlich auch den blauen entweder in Richtung rot oder in Richtung schwarz. Und ich möchte hier in Richtung schwarz gehen und den hierhin. Damit kriegt der blaue jetzt einen weiteren Diamanten und hat schon vier. Ich denke, eine einzige Runde machen wir noch. Ebenfalls blau und braun. Ja, ich bekomme hier auf keinen Fall einen weiteren blauen. Ich könnte jetzt noch einen roten nehmen für mich, dann bin ich näher. Aber da sind die blauen. Das heißt, wenn ich auch den nutze und in Richtung schwarz gehe. So mache ich es. Ich nehme mir die zwei obersten hier. Zack. Und lege dann eine schwarze Karte gleich wieder ab und gehe dahin hier in Richtung schwarzer Wand. Die weiße, sehen wir, kann der blaue nicht aufnehmen. Die nehme ich also auf. Wunderprächtig bei ihm. Rot und grün. Wie gesagt, ich weiß ja, dass kein anderer rot bewegt. Rot braucht noch blaue Diamanten und rote, das heißt rot, wenn der in diese Richtung geht, wäre es toll. Nun habe ich aber nur eine grüne Karte. Ja, mal gucken, ob ich irgendwas tauschen kann. Und ich brauche nichts tauschen, denn rot steht ja auf einem grauen. Da wissen wir, obendrauf liegt eine schwarze Karte und die nutze ich dann gleich und gehe hier direkt runter in Richtung schwarz. Ja, damit kommt dann der auf den roten. Und auch Rot fängt an, langsam Sachen zu sammeln. Grün. Wie sieht's aus mit Grün? Ich bin hier schon fast voll. Leider habe ich gerade meine Karte verpasst, die ich eigentlich einsammeln wollte für den. Das heißt also, wenn Grün jetzt oder irgendeiner noch auf einen Weißen geht, den er nicht mehr sammeln kann, dann wäre das ziemlich toll. Zum Beispiel könnte der Rote hier auf einen Weißen gehen. Das wäre ziemlich spannend, das finde ich ganz spannend, den roten eigentlich zu bewegen. Dazu müsste ich ihn in Richtung blau bewegen. Blau habe ich nicht, das heißt, ich kann es auch eigentlich nicht ankündigen, weil es wäre ja unlauter. Ich könnte aber auch den blauen bewegen in diese Richtung. Der blaue braucht auch keinen weißen mehr, er kommt näher an die ran, wäre also richtig. Ich bewege also den blauen, ziehe zwei neue, weil der hier auf einem weißen Untergrund ist und nehme dann den roten. Werf ihn ab und bewege ihn hierhin. Damit habe ich jetzt hier meinen Zauberspruch voll. Ich habe, wenn ihr das seht, hier diese Diamanten und die liegen da drauf.
Dieser Meister oder auch Spieler genannt, kann jetzt Folgendes machen. Er kann diese fünf Kristalle hier nehmen, die einfach umdrehen. Damit erkennt er an, dass er den Zusatzauftrag fertig hat. Jeder weiß das jetzt, dass er auch die Punkte sicher hat. Er zeigt die vor, zeigt die Kristalle vor, lockt die ein. Also in diesem Fall hier sage ich, ich habe das geschafft. Einen roten, zwei blaue, zwei weiße, zeige ich die hin. Aber jetzt darf mir keiner mehr Kristalle klauen. Ich darf aber auch niemand anders mehr Kristalle klauen. Ich darf auch nicht mehr diese Zusatzaktionen nutzen hier auf den Karten. Das darf ich auch nicht mehr. Und jedes Mal darf ich auch keinen auf ein Feld setzen, also zum Beispiel nicht den blauen mehr dahin, wo er einen weißen kriegt, weil den kann er ja nicht mehr nehmen. Und ich kann ja nicht mehr die überschüssigen nehmen, das heißt, ich bin zwar limitiert, habe aber auf jeden Fall Siegpunkte sicher, nämlich die Endsiegpunktwertung. Hier diese 8 Siegpunkte für den erfolgreichen Meisterzauberspruch, die sind mir sicher. Damit ist diese Karte etwas abgeschwächt, einen Diamanten jemanden anders zu klauen. Und man muss natürlich aufpassen, dass man das dann noch schafft. Schade, ich hätte das wirklich sehr gerne jetzt diese Runde von dem da angewandt, ist aber etwas zu spät. Nichtsdestotrotz, der will ja den blauen oder den braunen promoten. Ich selber habe aber noch keine Diamanten. Das heißt, wenn ich den hier in Richtung blau gehen lasse mit dem gelben, dann kriege ich etwas hin. Allerdings hat noch keiner die blauen Diamanten. Das heißt, das hilft mir nur bedingt. Jetzt muss ich gucken, wen kriege ich da irgendwie hin. Die blauen Diamanten kriegt der braune da oben und der braucht die nicht mehr. Der sollte in diese Richtung gehen, damit er dann zu den roten kommt. Also, ich deklariere, ich möchte den braunen bewegen. Damit darf ich zwei von hier nehmen. Das mache ich auch gern. Und dann nehme ich eine rote und bewege ihn hier hin. Guck mal, man sehe, I schau, den kann ich da nicht mehr rauflegen, den lege ich da ein. Und damit hat er auch seinen ersten Diamanten fertig gemacht. Das waren auch schon die ersten Züge von Magia Cum Laude aus dem Hause Spieltrip. Mein Name ist Nils, Cyrils Brettspiel durchgespielt und morgen spielen wir weiter. Bis dahin alles Gute, euer Nils. Tschüss.